Wir haben Soltun Kuls Kopf, suchen Soltun Kuls Blut und wollen in Soltun Kuls Archive. Warum dreht sich eigentlich alles um den? Ich dachte, hier geht's um mich. Hallo? Irgendjemand da draußen noch am Leben? Wer bist du denn? Hallo? Mehr Wut. Leichenberge, Betrogene. Jede Menge Betrogene. Komm doch mal aus dem Pass raus da. Ein sprechendes Pass. Was? Wenn ihr hier da draußen. Seid ihr noch am Leben? Ja. Oder sind es die Monster? Sagt ja, wenn ihr es seid. Ja. Oder vielen Dank für die Befreiung. Gerne. Es wurde langsam ein wenig langweilig da drin. Ich suche einen magischen Schmelztiegel, der einer Legende nach in diesen Aquädukten versteckt wurde. Er wäre eine wertvolle Ergänzung meiner Juwelierswerkzeuge. Helft mir, ihn zu finden, und ich werde tief in eurer Schuld stehen. Okay, finde den Schmelztiegel. Wie unhöflich von mir. Ich habe vergessen, mich vorzustellen. Ich bin der habgierige Shen. Das ist ein seltsamer Name. Das stimmt. Findet ihr? Mir gefällt er ganz gut. Das ist gut. Ich kann mir nicht erklären, warum mein junger Partner mir eins über den Schädel gezogen und mich hier drin eingeschlossen hat. Ohne einen sachkundigen Führer ist dieser Ort recht gefährlich. Okay. Es war ohnehin leichtsinnig, hierher zu kommen. Ihr hattet Glück, nicht bei lebendigem Leib verspeist worden zu sein. Unsinn. Ich bin zäh und knochig. Dämonen haben einen besseren Geschmack. Okay, also dieser Mann weiß sich selbst bei durchaus allem, einzuschätzen. Seht ihr den Feind da drüben? Ja, ich habe ihn gerade kaputt gehauen und Stufe 19 erreicht. Das geht ja hier rasend schnell, Freunde. Das zweite Level-Up in dieser Aufnahme. Wunderschön. So, jetzt haben wir Shen auch noch dabei. Jetzt hört das Gebabbel wahrscheinlich gar nicht mehr auf hier mit denen. Schaut euch nur all diese wunderbare Architektur an. Ja, fantastisch. Man könnte die ganze Welt bereisen und nichts Vergleichbares finden. Bis auf diesen Teil. So etwas habe ich schon einmal woanders gesehen. Cool, noch Wut und Leben dazu, wenn wir Revanche einsetzen. Da wir das ja sowieso ständig machen, ist das ja super. So, zerfleischen, das war der Dot, ne? Was haben wir denn hier gehabt? Den Hammer der Urahn. Zusätzlicher Schaden. Ja, die wollten wir mal drin lassen. Okay, was haben wir noch? Jetzt haben wir eine vierte Fähigkeit. Wir bekommen ein Erdbeben. Junger Reiseführer verschwunden ist. Sehr Gavin schön. War sein Name, glaube ich. Ja, das war er. Netter junger Mann. Er muss auch noch irgendwo hier sein. Oder vielleicht hat er sich verlaufen? Wir haben uns doch nicht verlaufen, oder? Das will ich nicht hoffen. Also, ich habe mich nicht verlaufen. Wir suchen deinen Kumpel. Kein Problem. Wir haben dich ja jetzt eh am Hals. Da können wir auch gleich ein bisschen was hier auf dem Weg liegt noch mitnehmen. Ne? Zum Beispiel diese Truhe hier. Ein Schlumpfkopf, ein Heiltrank und ein Gold. Gehst du mal weg? Dieses Ungeziefer, das ist ja im Ingame genauso lästig wie Real Life. Interessant, in einem Fass eingesperrt zu sein. Ich hatte eine Menge Zeit, in Ruhe nachzudenken. Aber ein bisschen unbequem war es schon. Das haben die Zwergen aus der kleinen Hobbit auch, aus dem kleinen Hobbit auch gesagt. Die Zwergen aus der kleinen Hobbit. Wams! Zack. Also die Revanche, das ist schon. Ein Granatenskill. So viel steht noch fest. Hier gibt's Aale. Mensch, der junge Gavin. So bereit will ich einem alten Mann die Wüste zu zeigen. Und seine Gesellschaft hat mich nur einen kleinen Beutel Gold pro Tag gekostet. Er hat sich kaum je beschwert. Immer ein Lächeln auf den Lippen. Okay, wer ist dieser Gavin? Cabin Fever hieß das Ding, ne? Ja, ja. So, weiter geht's. Im Moment haben wir es so ein bisschen mit dem falschen Weg, habe ich das Gefühl. Aber wir finden ihn nicht. Glaubt ihr, Gavin, geht es gut? Bestimmt. Der Schmelztiegel. Er gehört mir. Gavin, der Dieb. Vorsichtig, Gavin. Er könnte verflucht sein. Oh je. Ich hatte ihn gewarnt. Ein Erdbeben. Der Schmelztiegel sollte nun sicher sein. Hebt ihn auf. Hebt ihn auf. Das ist der Schmelztiegel. Okay, heben wir ihn auf. Armer junger Mann. Wenn ich gewusst hätte, dass der Schmelztiegel mit einem Fluch versehen war, hätte ich ihn nie mitgenommen. Wenn ihr mich in Caldeum besuchen kommt, kann ich euch zeigen, wie man mit dem Schmelztiegel Edelsteinfragmente miteinander kombinieren kann.
Das ist schön von dir. Ich habe jetzt aber Geht keine Zeit für so einen Ernst. Ich werde zurück in die Stadt gehen. Was? Ich muss den Zauber lernen, mit dem wir Kults Körper wieder zusammenfügen können. Wir treffen uns in den Archiven wieder. Ja, dann seh zu, Lea, ne? Und immer schön brav lernen. Der Cormac und ich, wir machen das schon. Hier haben wir einen neuen Wegpunkt. Das wir ist sind gut. uns Was? Ähnlich, ihr und ich. Aber diese anderen, der gefallene Engel, die Hexe, sie benutzen euch für ihre eigenen Zwecke. Ihr habt euch entschieden, ihre Marionette zu sein, obwohl die Macht eures Geburtsrechts euch zu einem Gott machen könnte. Aha. Der Wunsch, ein Gott zu werden, hat dazu geführt, dass euer Kopf von seinem Körper getrennt worden ist, Kull. Kein Grund, so abfällig zu werden. Aber hat er doch nicht, Kull. In Kürze werde ich diese Welt wieder beschreiten. Dann werdet ihr schon sehen, was ein Nephalem hier drin. Mein Blut ist in der Nähe. Ich kann es spüren. Sie haben ein wenig davon auf der anderen Seite des Portals versteckt. Naja. Im Assassinengewölbe also. Gut, ich habe das Gefühl, die Dialogdichte nimmt ein wenig zu. Ich komme überhaupt nicht mehr zu Wort. Das Während tut mir sehr der leid. Magier-Clan-Kriege beschworen die Wistscherei zum Schutz ihrer Anwesen gigantische Dämonen. Nachdem sie jahrelang in der Wüste umher patrouillierten, wurde die Haut der Dämonen hart wie Stein und Dreck verkrustet. Am Ende überdauerten sie ihre Meister. Heute verraten nur noch die leuchtenden Runen auf ihren Schädeln ihren wahren Ursprung. Ah ja. Das war dieses dicke, fette Vieh, was wir oben vor der Tür platt gemacht haben. Gut, jetzt sind wir im Assassinengewölbe und suchen Soltunkuls Blut. Da, ein würdiger Gegner. Wo? Ich hab noch keinen gesehen. So, guck mal hier. Zack, zack. Geil. Ja, wir sind jetzt schon ein wenig mächtiger geworden. Freunde der Nacht. Gut, hier sind wir... Sind wir hier falsch? Ja, sieht eindeutig so aus, ne? Der hat nur ein bisschen Gold dabei. Alles klar, gehen wir den nächsten Weg. Wo wollen wir hin? Wo kommen wir her? Wer sind wir eigentlich? Und warum? Wie viele? So, was gibt's hier? Eine verfluchte Sackgasse. Oh. Das sieht nicht so gut aus da unten. Hm. Wo könnte es lang gehen? Wir gehen hier drüben rang. Lang rang. Da ist Yoda. Ist das Meister Yoda? Nee, ist zu groß. Gut, weiter geht's. Eieiei, was ist denn hier los? Bin ich eingeladen? Sieht nicht so aus. Tja, Leute, ne? Dann sage ich mal vielen Dank für nichts und ich komme trotzdem auf die Party. Verdammte Bogenschützen. Ein lodernder Wächter. Jede Menge blauer Krempel. Und jede Menge noch größere Heiltränke. Wo versteckst du dein Blut, Soltunkul? Du schickst uns keine roten Spinnen auf den Hals. Hast du schon? Verdammt. Na gut, dann lassen wir die eben aufplatzen. So, haben wir hier Soltunkuls Blut? Nein, haben wir auch nicht. So, komm mal her. Noch mehr von diesen blauen Krimskrams. Mein Gepäck ist voll. Da. 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 So. Den nehmen wir mit. Und schließen das Inventar. Hier haben wir zumindest einen... Diablo war der jüngste der großen Übel. Aber ich halte ihn für den gefährlichsten... Denn seine Macht über den Schrecken macht es ihm unmöglich, Angst zu verspüren. Obwohl er mit Leichtigkeit viele Menschen besessen und korrumpiert hatte, wurde Diablos Essenz schließlich in einem Seelenstein gefangen und vor 20 Jahren in den unergründlichen Abyss verbannt. Ja, das war übrigens auch ich, der das geschafft hat damals. Ja, aber er ist ja wieder da.
So, und dieses Gebild. Allmächtiger Gott, was ist denn hier los? Guckt mal, ein Erdbeben. Zurück in die Hölle. Und ich brauche mehr Zeit. Boah, das war geil. Was für eine Habt monströse ihr das gesehen? Ich bewundere eure Zielstrebigkeit, Freund. Danke. Was meint ihr? Wir haben zahllose Kreaturen bekämpft und sind durch endlose Labyrinthe gereist. Und doch bleibt ihr wachsam. Ein wahrer Held. Danke. Wir haben Kults Archive gefunden. Sie waren merkwürdig leer zu Anfang. Aber Kull hat überall Fallen aufgestellt. Jeder Schritt ist schwerer als der nächste. Es war töricht, etwas anderes zu erwarten. Kull hat sich viele Jahre lang darauf vorbereitet, dass ihn jemand angreifen wird. Vielleicht sind wir Narren, und doch müssen wir vorwärts schreiten. Ja, das tun wir. So, das erste Blut haben wir. Zurück in die trostlosen Sande. Und jetzt müssen wir in die Höhle des Verräters. Okay, wo finden wir die? Macht euch auf den Weg. Uralten Knochen. Da wird sich kein Archäologe mehr dran vergehen. Knochenschänder. Weiter geht's. Wüstenhornissen. Hummeln, Bienen, Adler, Socks. Ab in die Pfanne. Stirb. Ein toter Eisenwolf. Gib mir dein Geld. Dankeschön. Du brauchst es nicht mehr. Smash. Oh, Kram der Fleischer. Komm her, mein Freund. Wir zwei haben jetzt eine Verabredung miteinander. Grießkram. Aufgeplatzt ist er. Mein Gepäck ist voll. Ja, Leute, es bleibt uns nichts anderes übrig, als einmal kurz in die Stadt zu gehen und mal unsere Säcke leer zu machen. Zwoo. Sehr schön. Hier, Schätzchen. Neue Waren. Seht sie euch an. Du kriegst mein Zeug. Sein. Dich mag ich. Habe ich schon mal geguckt, ob da was besser ist? Nee, nicht, aber... Mal nochmal Alt drücken hier. Nee, komm, weg mit dem Ding. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Vielleicht hätten die Sachen Cormac geholfen, aber naja, man kann ja nicht alles haben. Was können wir denn in die Plus noch klopfen? Ich habe da bestimmt noch ein paar Steinchen hier in der Kiste liegen. So, der macht Stärke. Genau den nehmen wir da rein. Wunderschön. Sonst alles gesockelt? Jawohl, gut. Gehen wir zurück. So, Cormac. Du bleibst mal bei Schild und Einhandwaffe. Das finde ich eigentlich ganz gut so. Du bist ja auch ein Heiler, ne? Hier gibt es wieder das... Boah, hier ist einer von diesen Dünenbrechern, von denen ich eben Deckard Cain erzählt habe. Aber gut, das ist jetzt... die sind eigentlich keiner großen Erzählung wert. Diese blöden Bienen wieder, wie in der Wüste. Skorpion. Blatt getreten. Sehr schön. Die Höhle des Verräters. Damit ist wohl Soltun Kulshöhle gemeint. Ich habe so das Gefühl, dass wir da mit Sicherheit etwas mehr finden könnten, als nur sein Blut. Wohin wurden seine Körperteile verstreut? Was müssen wir finden? Sein Torso, seine Arme, seine Beine, seine Hosen? Bams, bams. Oh, hier gibt's aber ein Viechzeug, das ist ja widerlich. Und alles platzt in Giftwolken auf. Ekelhaft. Bist du so eine Giftgeier oder was bist du? Komm her. Hau nicht ab. Und du. Junge, was gibt's hier von diesen Dingen? Die mag ich nicht. Und dann gibt's diese kleinen Insektenschwärme. Und das ist ja wie an der Donau nah am Hochwasser. Da gibt's die auch. Oh, widerlich. So. Ist dies die Höhle des Verräters? Kann es sein, dass das unser Ziel ist? Das sieht nicht so aus. Hier ist scheinbar der Weg, den wir öffnen müssen mit Soltun Kults Blut. Doch dieses müssen wir zunächst finden. Die Höhle des Verräters. Wie groß ist diese Karte hier? Unglaublich groß. Und noch mehr Fledervieh. Naja, wir sammeln erstmal wieder ein paar von den Pennern.
Wo könnte die Höhle des Verräters sein? Hier gibt es... Nein, das ist kein Wasser, das ist eher so eine Art Sumpf. Zumindest nach der Laufgeschwindigkeit zu urteilen, die der kleine Korak hier gerade angenommen hat. Zack, stirb. Und du. Und ich du. Ich fürchte keinen Schmerz. Das ist gut, Cormac. Du bist ein netter Kerl. Und mutig. Genug geschleimt. Gib Schub. Hier ist aber auch ein Viehzeug. Das gibt's doch alles nett. Ah, du auch. Und wieder Bienen. Und wieder Mücken. Und Hummeln. Und Lakuni. Was sind diese Lakuni überhaupt? Alien Predators oder was? Ah, noch so einer. Stirb. Stirb. So. Wo geht's denn jetzt hier weiter? Die Höhle des Verräters. Wer ist denn dieser lila Punkt auf der Karte? Bist du das, Cormac? Ja, ich nehme es an. Ja, Cormac, machst das schon, ne? Ich sammle mal wieder ein bisschen hier, damit sich das alles lohnt. Guck mal, wie schön sie alle brennen. Führt meine Hand. Und Level 20. Na, das ist ja jetzt aber wirklich, ne? Ein Riesenspaß für Jung und Alt. Neuer Platz für Passivfertigkeiten und neuer Platz für Vögel. Bam. Cormac, kommst du klar? Ich helfe dir ein bisschen. Zack. Zack. Flechtgurt des Löwen. Was bist du? Die Höhle des Verräters. Wir haben sie gefunden, Freund. In dieser Höhle ist ein wenig Blut von mir. Ich kann es spüren. Das ist gut. Wir machen hier noch ein bisschen was kaputt. Nicht so blöde Lachen. Die losen Steine machen wir noch kaputt. Jetzt gucken wir noch kurz hier rein, was wir Neues bekommen haben. Ein Wirbelwind, den probieren wir mal aus, statt des Hammer, dem Hammer der Uralten. Dann haben wir eine neue Passivfertigkeit. Die Dauer eurer Schreie wird verdoppelt. Nach Verwendung eines Schreis erhaltet ihr. Nach Verwendung eines Schreis erhaltet ihr eine 50 Meter, 60 Sekunden lang. Ah, cool. Verursacht bei maximaler Wut mehr Schaden. Nee, das ist nicht so toll. Das ist nicht so prall. Nehmen wir mal die inspirierende Präsenz. Das finde ich eigentlich ganz geil. Okay, Leute, wir gehen in die Höhle des Verräters in der nächsten Folge. Let's Play Diablo 3. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.